Ein gutes Schleifbild ist die Voraussetzung für eine gute Oberfläche, für ein gutes Erscheinungsbild, was letztendlich der Kunde dann entscheiden kann. Die SIA hat ihre Wurzeln in der Herstellung und Produktion für Schleifmittel für Holzanwendungen. Da sind wir absolute Experten und da haben wir alles unseres Tun dafür ausgerichtet. Alles, was wir überall sehen, alles wurde geschliffen. Und da können wir mit dem kleinen Teil an Schleifmittel so einen großen Mehrwert bringen. Für mich ist Holz ein warmer Werkstoff. Es ist einfach so ein Naturwerkstoff, den ich nähen kann, den ich bearbeiten kann. Ich weiss, ich habe draussen einen Baum gehabt. Ich kann den abschneiden, kann ihn schleifen, bearbeiten, bis ich schlussendlich noch meinen Stuhl oder mein Möbel habe, das ich zuhause habe. Und weiss eigentlich, hey, das ist gewachsen draussen in der Natur. Für mich ist der grösste Wunsch an einem Schleifmittel ist die höhere Standzeit, dass man länger mit einem Schleifpapier schleifen kann. Jetzt gerade, wenn man von Hand Sachen schleifen muss, verstopft es relativ schnell. Auf der einen Seite haben wir modernste Maschinen, die auch einen gewissen Parameterbereich konstant halten, sprich Schleifgeschwindigkeit, Druck. Aber nachher ist es die Erfahrung, die der Mitarbeiter mitbringen muss, dass er das Schleifbild lesen kann und weiss, wann die Maschine sagen muss, um wirklich das Verbinden von Hightech und Erfahrung umzusetzen auf ein gutes Produkt. Die Erfahrung und die Innovationen, die SIA laufend auf den Markt bringt, sind immer auf die kundenspezifischen Anforderungen abgestimmt. So ist für uns wichtig, dass wir den gesamten Prozess immer im Auge haben. Das heißt nicht nur das Schleifen, sondern auch das Lackieren, das Abdecken, das Vorbereiten und nicht nur die Schleiflösung, sondern immer im gesamten Kontext ein Sending Solution anbieten, um den gesamten Prozess dem Kunden als Mehrwert auch spürbar nahezubringen. Wir haben eigentlich eine relativ grosse Palette an Materialien, die wir verarbeiten. Und schlussendlich kommt es dann immer darauf an, was muss ich für eine Struktur im Lack haben. Also brauche ich eine Struktur, die ich spüre von Hand. Oder muss Seidematt sein, also, oder sogar Hochglanz. Und dort müssen wir immer abwägen, wie hoch müssen wir jetzt schleifen. Also da muss man sich schon früh überlegen, wie gehe ich an den Prozess an, wie fange ich an schleifen. Das Gute für uns ist, wir können eigentlich in allen Bereichen etwas bieten. Wir können von der Breitband, von Hightech mit ganz spezifischen Ansprüchen über Querbänder, wo man einfach nur ein bisschen was braucht, mal irgendwo was, bis hin zum Handschliff, zum kleinsten, feinsten Detail. Haben wir etwas, also wir können eine Gesamtlösung bieten und ist dann meistens auch sehr willkommen. Für uns ist das Glücksgefühl von unserem Kunde am wichtigsten, wenn er vor seinem Werkstück steht und vor Begeisterung sieht, was er geschaffen hat. Wenn wir da einen Teil mit unserem Schleifmittel dazu beitragen können, das ist das, wo uns wirklich das Lächeln ins Gesicht treibt.